Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Golden Sun. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben und wurden zwar aus dieser Festung geworfen, aber ich würde gerne trotzdem nochmal einen Blick reinwerfen, weil ich glaube, wir haben immer noch ein paar Sachen verpasst, ein paar Sachen noch übrig gelassen und das schauen wir uns auch direkt mal an. Juli, sei nicht dumm, wir können da nicht mehr hineingehen. Ich muss aber. Ich will dringend. Das kann doch nicht sein. Ich will doch dringend mich da nochmal umschauen. Oh Mann. Weil ich weiß jetzt schon, wo ich was nachschauen könnte. Das kann doch nicht sein. Wir haben nämlich links im Kerker was vergessen. Und da würde ich gerne eigentlich mal nachschauen. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Gut, gut, dann bringen wir erstmal Hamid weg. Wer war das? Ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Ja, ich habe auch etwas gesehen. Glaubt ihr, Dodompas Leute haben uns gefunden? Das könnte tatsächlich sein. Wenn ja, dann müssen wir uns sofort um sie kümmern. Einen Moment. Bist du das, Bunsa? Huch, diese Stimme. Das ist Hamid. Wer ist Bunsa? Den kennen wir gar nicht. Also hatte Dodompa nie die Absicht, Hamid freizulassen? So ist es, darum haben Ivan und seine Freunde ihn gerettet. Nachdem sich Juli entschieden hatte, haben wir alle beschlossen, Hamid zu retten. Hey Ivan, willst du damit sagen, das war alles die Idee von Juli? Nein, ich meine, auch du und Mia habt uns geholfen. Danke Juli, Garrett und Mia. Und natürlich auch Dank an dich, Ivan. Kein Ding. Diese Höhle zu finden war gute Arbeit, Bunsa. Ja, äußerst beeindruckend, Bunsa. Das war reiner Zufall. Ich wollte wirklich nicht nach Lumpa kommen. Weil wir wussten, dass die Diebe Hamid in Gefangenschaft hielten. Warum seid ihr dann hierher gekommen? Ich habe mich daran erinnert, was Hamid mir über ein glorreiches Dasein als Kaufmann erzählt hat. Wirklich? Er hat dir gesagt, du sollst in Lumpa Handel betreiben? Nein, ich meinte mehr seine allgemeinen Weisheiten. Händler dürfen Kunden nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Halte dich nicht von einem Ort fern, nur weil etwas Unangenehmes passieren könnte. Solange Kunden mit deiner Ware rechnen, musst du alles in deiner Macht Stehende tun, um sie zu verkaufen. Du kamst also, um die Bewohner der Stadt mit deinen Waren zu versorgen, obwohl du Dodompa verabscheust? Das Schicksal hat dir diese Gelegenheit zugespielt. Aber warum dachtest du, dass man einen Händler aus Kalei in Lumpa einlassen würde? Das dachte ich nicht und in der Tat hat man mich nicht eingelassen. Und obwohl du das wusstest, bist du gekommen? Aber weißt du was? Es gab jede Menge Unruhe, nicht wahr? Er muss die Aktivitäten meinen, die Dompas-Gerüchte ausgelöst haben, und zwar der normale Dompa. Ein Teil passte plötzlich zum anderen, der ganze Wirbel musste mit Hamid zu tun haben. Ich musste herausfinden, was vor sich ging. Und so hast du diese Höhle gefunden? Ich wette, du konntest dieses Tor von der einen Seite nicht öffnen. Aber dann hat es sich plötzlich bewegt, also habe ich mich hinter einem Felsen versteckt. Wir haben dich erschreckt, nicht wahr, Bunsa? Ich bin froh, dass ihr Hamid gesund und munter herausgeschmuggelt habt. Warum sagst du das so, Bunsa? Dodompas Leute haben das ganze Gebiet durchkämmt. Selbst wenn sie nicht hinter Hamid her sind, wenn sie ihn finden. Vielleicht fangen sie Hamid nochmals ein. Lasst uns von hier verschwinden. Aber wir dürfen uns nicht von Dodompas Leuten dabei erwischen lassen. Was sollen wir tun, Juli? Sollen wir bleiben und kämpfen? Können wir gerne machen. Hamid aus der Festung zu befreien war gefährlich genug. Was sollen wir dann tun, Bunsa? Ich habe einen Wagen in der Nähe. Einen Wagen? Genau, lasst uns alle in meinen Wagen nach Kalei zurückkehren. Fällt ein Wagen nicht zu sehr auf, wenn uns Dodompas Leute suchen? Kein Grund zur Sorge, ich bin schon länger hier, als der Aufruhr anhält. Stimmt, deinen Wagen kennen sie bereits. Genau, Garrett. Also werden sie mich nicht verdächtigen, mit der Sache zu tun haben, Dann lasst uns auf den Wagen nach Kalei fahren. Sollen wir auch auf dem Wagen fahren? Brauchen wir das momentan? Ja, wir könnten mitfahren und dann später nochmal zurückkommen, aber es wird ein weiter Weg. Ja, wir fahren auch mal mit. Habt ihr noch etwas zu erledigen? Ja. Heißt das, du hast noch etwas in Lumpa zu tun? Ja. Definitiv. Du meinst, du wirst nicht auf den Wagen mitfahren? Es tut mir leid, Juli, aber ich bin... aber hier bin ich nicht mehr sicher. Du willst also bleiben und deine Vorhaben erledigen? Ja. Wenn du darauf bestehst, bleibe ich bei dir. Hey, ich kann euch beide nicht allein zurücklassen. Ich werde auch bleiben.
Hamid, ich werde zusammen mit Juli gehen. Ja, Ivan, du sollst deine Freunde auf dieser Mission begleiten. Ich bin enttäuscht, dass wir nicht zusammen nach Hause reisen können, aber ich habe Verständnis. Sei vorsichtig, Ivan. Wir können die ja weiterhin trotzdem noch besuchen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwie eine Sidequest oder so dadurch zerstört. Sie sind weg. Ich hoffe, Hamid und Bunzer kommen sicher nach Kalai. Sie werden es schon schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir auch sicher, sonst hätte ich ja nicht allein loslaufen lassen würden. Loslaufen lassen würden, sehr nicer Satz. Nun dann mal los, Juli, lass uns gehen. Okay, dann machen wir uns nochmal auf den Weg und durchforsten das jetzt nochmal. Und ich hoffe wirklich, dass wir hier auch wirklich was finden, weil wenn nicht, dann war das komplett umsonst. Aber ich will definitiv gucken, was hinter diesem Ding da noch ist. Und, oh, es könnte sogar noch eine Sache sein, die schaue ich mir gleich aber in aller Ruhe mal am besten an. Die nochmal zusätzlich entdeckt werden kann. So, Festung von Lumpa. So, sind hier noch irgendwelche Leute? Ja, Tatsache. Oh nein, kein Wachstum. Warum Wachstum? So. Habe ich irgendwie Djinns vertauscht? Nö, aber sie hat Stratung und Quelle. Okay, deswegen. Gut, gut. Dann versuchen wir hier nochmal hoch. Dann nochmal unsichtbar machen. Und ich weiß nicht, ob das hier links war. Da könnten wir am besten mal nachgucken. Ich meine aber ja. Ja, okay, es war hier links. Okay, wir haben ja hoffentlich noch den Schlüssel. Wenn wir den Schlüssel noch haben, ja. Perfekt. Okay, hier gibt es eine Menge Truhen. Juli öffnet die Truhe. Ein Elixier. 100 Münzen. Ein Mithrilreif. Und noch mein Glücksmedaillon. Sehr, sehr schön. Okay. Dann können wir bei unseren Items auch mal gucken. Wir haben noch diesen Zellenschlüssel. Den Mithrilreif könnten wir Ivan sogar geben. Und er könnte das sogar ausrüsten. Dann ist es sogar noch besser. Yay. Okay, und dann schauen wir nochmal ganz kurz. Psy-Kristall brauchen wir gerade nicht. Elixier können wir später verkaufen und alles. Das geben wir auch erstmal weiter, damit wir hier vorne Items vernünftig auch sammeln können. So, okay. Let's go. Wir wollen nochmal die Tarnkappe einsetzen. Und dann denke ich mal auch hier unten lang. Weil ich gerne noch eine Sache nachgucken wollen würde. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ihr erinnert euch doch bestimmt noch an den Raum, wo Dompa war, oder? Da würde ich gerne nochmal hin, weil jetzt müsste der doch frei sein, oder nicht? Jetzt müsste dieser Raum doch hier bei Dompa frei sein. Nicht hier, das war nochmal eins höher. So. Okay, vorsichtig. Also wenn da wirklich nichts ist, dann ist ja auch nicht schlimm. Dann können wir ja mit Rückzug easy peasy zurück. Aber ich habe da leider diese Vermutung. Und das wäre super nice, wenn wir irgendwie noch Rüstung oder so bekommen würden. Das ist wirklich nice. So, die werden nochmal dasselbe labern. Schade, dass die eigentlich nichts Neues sagen. Aber die denken... Ach so, ich kann nicht aufgeben. Sorry. Wollte ich auch nicht. Wer gibt schon auf? Puh. Okay. Ich hoffe mal, die sterben irgendwie jetzt dadurch. So, und zwar, wenn da nichts ist, gehen wir einfach mit Rückzug zurück. Aber ich erhoffe mir tatsächlich da eine nice Rüstung. Das wäre wirklich cool. Und sonst, wenn da... ich weiß halt gar nicht, was wir danach machen. Ob wir wirklich erstmal zurück nach Kalai gehen? Könnten wir halt wirklich mal machen und da nochmal die Story vielleicht fortsetzen, falls das halt möglich ist. Falls wir nicht irgendwas kaputt gemacht haben. Okay. Let's go, let's go. So, hier war, glaube ich, niemand. Ah, doch, der Dude, okay. Dann müssen wir den auch nochmal bekämpfen. Aber kann halt sein, dass diese Frau immer noch den Weg blockiert. Das wäre halt ein bisschen schade. Aber gut, kann ja sein, kann ja sein. Wir schauen uns das an. Oder man muss ja zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Wenn irgendwie nochmal was in der Story mit Dompa oder Donompa passiert und Donompa zum Beispiel freigelassen wird, dann sagt er, hey, schaut euch diesen Schatz an, den ich hier habe oder so. Ich weiß es nicht, Leute. Schauen wir mal. Nee, sie lässt uns immer noch nicht durch. Danke für eure Hilfe mit Donompa. Oh, vielleicht doch. Da Donompa eine Lektion erteilt hat, möchte ich euch eine Kleinigkeit geben. Gebt diesen Leuten ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Oha, also können wir da... Tief hier drin ist eine interessante Kreatur, gegen die ich vor langer Zeit gekämpft habe. Ich überlasse euch dies. Gebt gut darauf Acht. Okay. Dann heilen wir uns mal.
bevor wir gleich irgendwie draufgehen. So interessante Kreatur. Meint ihr damit vielleicht ein Djinn? Holy shit, wenn das ein Djinn ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Es ist ein fucking Djinn. Wir haben einen weiteren Wasser-Djinn. Hell yeah. Hell yeah. Darauf warte ich doch schon die ganze Zeit. Okay, uns folgt jetzt Toniko. Heilt Statuseffekte von anderen. Okay, dann könnten wir Strato hier vorne mit Toniko tauschen. So, und dann hat Juli wieder alle seine Djinns, 6 Stück insgesamt. Hier fehlt uns noch ein Feuer-Djinn und ein Wasser-Djinn fehlt uns noch. Okay. Ich hoffe, das sind nicht so World-Maps-Djinns, weil die wären echt kacke. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Weil da müsste ich tatsächlich nachgucken, wo die sind. Hey, hey, wer seid ihr? Eigenartig, ich habe die ganze Zeit... Wie seid ihr hier reingekommen? Abgesehen davon darf niemand hier passieren. Genau, niemand darf hier rein. Fort mit euch, sage ich. So, das ist ja sehr, sehr nett, dass sie uns rauslocken. Dann wollen wir hier nochmal in der Inn übernachten, falls es möglich ist. Hallöchen, guter Herr. Ups. So, ein Zimmer kostet 80. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Und heilen uns noch einmal so hoch. Dann haben wir wieder volle PP und sind bereit zum Aufbrechen. Wir müssen demnächst auch nochmal Richtung Merkurturm. Ach ja, das wird noch eine ganze Arbeit. So, aber das bedeutet ja, ich meine, danach sollten wir fertig sein mit dem Teil. Weil, soweit ich mich richtig erinnere, war das in Golden Sun 2, dass man sich dann um die anderen zwei Leuchttürme kümmert. Ist zwar auch schon Jahre her, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Das müsste eigentlich so sein. Okay. Gut, ich habe nochmal ein paar Djinns gehört. So. Hey, holy shit. Ich drücke einfach so 200 Mal R. So, okay. Hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie nochmal ankommen, ohne große Probleme. Komm schon. Vor denen können wir eigentlich kurz fliehen. Frage ist, hier war die Brücke, oder? Nee, die war weiter hier. Nein, wir sind den komplett falschen Weg gelaufen. Okay. Aber das wäre cool, wenn wir bis zum Abschluss des Spiels wirklich alle Djinns auch haben. Wenn es halt so gut läuft wie jetzt, warum nicht? Warum nicht? Okay. Die Beißmaus können wir einfach so mitnehmen. Gut. Die 62 Schaden. Das ist jetzt nicht wirklich viel. So, okay. Sind wir da? Sind wir da? Sind wir da? War das überhaupt hier? Ich meine ja. Nee, nicht hier. Mist. Das war nicht hier. Aber lustig, wie viel wir schon von der Karte eigentlich aufgedeckt haben, wenn wir so drüber nachdenken. Also wirklich, wirklich viel. Wir waren in einem Wald und alles, wo Leute komplett zu Bäumen wurden und so weiter und so fort. Das ist schon Jahre her gefühlt. So, Kalei. Dann erstmal direkt ab nach hier oben. Wollen wir uns alles mal anschauen. Hamids Palast. So. Wenn Hamid schon da ist, ist alles gut. Schauen wir mal. Ja, Tatsache. Sogar die Cutscene triggert. Sehr schön. So, es sind Ivan und seine Freunde. Perfektes Timing. So, ihr seid es. Warum ist sie sauer? Wie oft habe ich gesagt, ihr sollt nicht nach Lumpa gehen und trotzdem seid ihr gegangen. Bitte, Layana, sei nicht so hart mit ihnen. Natürlich bin ich froh, dass sie dich gerettet haben. Aber das war etwas, womit Kalei allein hätte fertig werden sollen. Ihr hattet doch etwas viel Wichtigeres zu tun, oder? Eigentlich ja, aber ja. Ja, eure Mission ist es, die Elementarsterne zu finden. Layana, du solltest nicht... Ich hätte Hamid retten sollen, koste es, was es wolle. Es ist bereits geschehen, dazu ist nichts mehr zu sagen. Moment mal, wir alle wollten Hamid genauso sehr retten wie Ivan. Es macht nichts, Garrett, ich bin sehr im Unrecht. Ich habe einen Fehler gemacht, wir reisen sofort ab, um uns Felix an die Fersen zu heften. Ja, das ist wohl das Beste. Geht sofort. Juli, wir sollten gehen. Ivan, willst du das denn wirklich? Nun, wenn Ivan es so sagt, wollen wir gehen, Juli? Ja. Wir müssen uns weiter auf den Weg machen. Nimm deinen Schamanstab und gehe nach Hesperia. Nach Hesperia? So lauten die Worte des Jupiter-Adepten. Hesperia, wo mag dieser Ort sein? Dies ist der Kontinent westlich von Angara. Wenn wir nach Hesperia gehen,
Was werden wir dort vorfinden? Das weiß ich nicht. Der Kontinent im Westen, auf der anderen Seite des Meeres? Vergeudet eure Zeit nicht mit Plaudereien, ihr müsst sofort abreisen. Okay, machen wir super gerne, wir reden hier vorne nochmal. Niemand in Kalai weiß, dass Hamid wieder hier ist. Wir werden Hamid für einige Zeit im Palast verstecken müssen. Ich bin so glücklich, dass Hamid wieder da ist, dass ich weinen könnte. Juli, Ivan, euch gilt unser ganz besonderer Dank. Nimm deinen Schamanstab und reise nach Hesperia, aber sei vorsichtig. Lyannas Worte schmerzen sie selbst mehr, als sie ahnen würden. Sicherlich werden Juli und seine Freunde ihre Gefühle verstehen. Tun wir auch. Er hat uns die ganze Zeit gewarnt gehabt und wir haben wirklich, wirklich eine wichtigere Mission eigentlich vor uns. Aber wir werden uns auf alle Fälle mal auf den Weg machen und uns auch weiter umschauen. So, wir haben auch alles gekauft, was wir kaufen wollten. Und wir müssen erstmal wieder zurück. War das über den Weg? Nee. Das war ein Kalai-Tunnel, okay. Ich muss erstmal wieder den Weg zurückfinden. Ich hoffe, das Schiff kann ich nochmal nehmen. Das wäre schön. Das Schiff ist nicht zurückgekehrt. Nicht mal, wenn wir wollten, könnten wir ablegen. Okay, schade. Ich dachte, irgendwie könnten wir noch weiterfahren. Aber dann laufen wir hier links komplett durch und wieder in eine Höhle rein. Das sollte uns eigentlich zum Ziel führen. Moment mal, das war nicht hier links. Leute, ich hasse diese Weltkarte. Ich verirre mich hier immer. Das wäre so schön, wenn wir uns irgendwie anschauen könnten. Obwohl, warte. Wir können uns das sogar anschauen. Ich habe nämlich gerade drüber nachgedacht. Wir können hier gar nicht Erscheinungen oder... nicht erscheinen. Wie hieß das nochmal? Wie hieß das nochmal? Enthüllung, genau. Wir können uns Enthüllung gar nicht einsetzen und Geistesleser auch nicht. Das heißt, die Tasten sind komplett hiermit belegt. Ah, also Kalai, Docks von Kalai. Hier sind Docks von Tolbi. Hier ist Tolbi, Passage von Gondowai. Und wo ist... Da ist die Höhle von Altmiller, oder nicht? Hier irgendwo. Ach so, nee, weiter unten. Hier war das, glaube ich. Okay, schauen wir uns mal um. Aber das wusste ich nicht, dass man hier wirklich so rauszoomen kann und alles. Das ist cool. Das ist wirklich nice gemacht. Okay, genau, hier war die Höhle. Sehr schön. Höhle von Gondowan. Ach ja, das war ja nicht die Höhle von Altmiller. Da wollen wir auch erstmal eher gar nicht hin. Die Höhle von Gondowan war ja der Weg, wo wir das Überqueren gemacht hatten. So, okay, Telekinese. Hier vorne. Hochheben. Let's. Ups. Das kann doch nicht sein. Ich stand direkt davor. Telekinese. Hochheben. Wunderschön. Okay. Und ein Gegner, ein Kobold. Den besiegen wir easy. Vor allem, wenn jetzt einfach alles aufheult. Das wäre so schön. Komm schon, Garrett. Du musst gleich einmal aufheulen mit deiner Assassinenklinge. Yes. Da kommt sie schon raus. Sehr schön. Okay, wir sind momentan auf Level 20 mit allen. Und wo war das mit den Erfahrungen? Wir könnten auch da, Erfahrung. Aber da steht nicht, wie viel ich brauche bis zum nächsten Level. Details? Okay. Ja gut, ich dachte, wir können irgendwie was nachgucken. Okay, perfekt. So, wir sollten von hier aus irgendwo nochmal woanders hinlaufen. Schauen wir uns alles in aller Ruhe an. Oha. Eine Schildratte. Können wir auch wieder easy besiegen. Wir wollen ja Richtung Merkurturm. Aber wir wollen uns auch in Richtung Westen nochmal ein bisschen umschauen. Das wurde uns ja gerade geraten. Hesperia. Haben wir noch nicht auf der Karte verzeichnet auch. Also hier vorne könnte das irgendwo sein. Und hier ist nochmal eine Riesenwüste. Das heißt, die haben wir durchquert. Hier hinten waren wir? Ja, das ist der Merkurleuchtturm, genau. Wir waren hier auch in unterschiedlichsten Orten. Kolima, Kolima, Altin waren wir. Wir waren im Tempel in Xian und alles. Holy shit, ist schon viel passiert. Das ist eine echt lange Reise, die wir bereits hinter uns haben. So, aber wir wollen uns im Westen jetzt dringend mal umschauen. So, zurückziehen. Okay. Dö, 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 dö. Vielleicht finden wir noch in dieser Folge die Stadt. Das wäre noch ganz cool. Düm. Aber ich glaube, der Merkurleuchtturm ist nicht im Westen, oder? Ich bezweifle, dass er hier ist. Ich denke eher, der ist hier an der Ecke. Weil das muss ja am großen Meer sein. Hier ist ja das große Meer und hier ist einmal der Merkurleuchtturm. Achso, der Venusleuchtturm. Tut mir leid, habe ich die ganze Zeit Merkurleuchtturm gesagt? Ich meinte den Venusleuchtturm. Tut mir wirklich leid.
So, den Merkur-Leuchtturm hatten wir ja besucht gehabt. Bam! Der ist immer noch nicht tot. Aber gut, Mia hat jetzt 2 KP geheilt. Das heilt wirklich wenig. Ich dachte wirklich, das heilt wesentlich mehr. Nö, hier ist nichts. Hier ist nichts. Ach, Manno. Das kann doch nicht sein. Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Leute. Das ist das schönste Ereignis, was wir jetzt noch am Ende der Folge erhalten können. Wir haben nochmal einen Merkur-Djinn gefunden. Damit hätte Mia jetzt, glaube ich, 6 Stück. Holy shit. Dann fehlt uns ja nur noch der Mars-Djinn. Oh mein Gott, das hat ein bisschen reingehämmert. Holy shit. Leute. Leute, das ist die schönste Folge. Wir haben einfach 2 fucking Djinns noch gefunden. So, wie heißt der Gute denn? Pin. Senkt gegnerische Attacke durch Frost. Klingt komisch, aber wir haben jetzt den guten Pin bei uns. So, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so happy. Wir können uns trotzdem noch mal ein bisschen hier in die Richtung umschauen. Wir kommen nicht mal nach links. Wie sollen wir denn nach links durchkommen? Ja, ich glaube nicht mal, dass wir nach links durchkommen können, oder? Vielleicht mit einem Schiff oder sowas? Aber so sieht es nicht danach aus. Dann ist das Gebiet da... Ach so. Nee, wir können hier nicht mal hin, weil das ist das Gebiet, was wir dann wahrscheinlich nicht besuchen können. Und hier unten waren wir ja gerade. Okay, das bedeutet, dass wir hier, glaube ich, links alles abgesucht haben. Aber sollte da nicht Hesperia oder so sein? Merkwürdig. Okay, Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir Richtung Süden hier uns nochmal anschauen und versuchen nochmal in diese große Wüste da zu kommen. Also direkt an die Passage von Gondovan. Da gehen wir in der nächsten Folge hin. Haut rein und bis demnächst. Ciao!